Einen wunderschönen guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Trixi und willkommen zurück zu einer neuen Folge Jalopy. Ja, wir sind weiterhin auf der Suche nach unserem Onkel. Wo auch immer derjenige steckt. Ich hoffe mal, er ist wirklich in Deutschland. Aber das werden wir noch erleben. Oh, nice. Läuft ja richtig gut hier. Cool, technisch läuft es ja richtig gut heute. Gut, wir mussten noch Reparaturen machen, das habe ich noch im Kopf. So, das haben wir. Genau, alles kaputt. So, nochmal hier dran. Dann da nochmal. Das ist repariert. Das da hinten, wie viel hat der noch? 22%. Das ist natürlich nicht mehr die Welt. Da müssen wir nochmal. Okay, da haben wir das auch schon mal erledigt. Da hätten wir noch ein bisschen Kaffee. Jo. Fahren wir schon mal runter. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Fällt mir gerade ein. Wir fahren jetzt zurück. 280 Kilometer mit Fragezeichen. Ja, warum nicht? 280 Kilometer ist in Ordnung. Oh, wir haben die Reifen noch kaputt, sehe ich gerade. Oh, ja, okay. Wir müssen also die Reifen noch machen. Gut, wir bräuchten 3 Reifen mindestens. Die Frage ist jetzt nur, wo... Obwohl, wir können direkt mal eine Batterie kaufen hier. Wo schon hier sind. Ach komm, die 20%, das wird das Ding auch überleben, also. Ich hoffe es mal. Schnuppe. Ach, es ist herrlich mit dem Sonnenuntergang immer. Aber ich würde gerne wissen, wo hier die Tankstelle ist, Leute. Da ist die Grenze. Da müssen wir aber nicht hin. Wir müssen eigentlich zur Tanke. Das hieße also... Moment mal, wir fahren noch einmal rum. Irgendwo muss ja die Tankstelle sein. Vielleicht da oben. Hier haben wir schon einen Weg gefunden, wo wir her müssen. Wir müssen eigentlich im Prinzip den Berg runter, dann rechts geradeaus. Wenn wir nochmal nach Hause kommen. Ah, da ist die Tanke. Sehr schön, da haben wir sie ja. Lal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 
Eine goldene 3 haben wir da. Oder vielmehr eine grüne. Na, rein damit. So. Tausch mir dich aus. Dann krallen wir uns noch den Reifen da vorne. Ja. Und wir holen nochmal so eins mit, Vorsicht, obwohl, ach komm, ist egal. Wir fahren einfach so. Ich möchte jetzt keine Lust wieder, das Portemonnaie zu holen. Echt keine Lust drauf. Okay, dann können wir also jetzt losfahren. Der Hinterreifen ist noch angedetscht. Sollte man überleben, hoffe ich mal. Okay, komm, einmal rum. Gut, wir müssen ja rechts rum, hatten wir im Kopf. Was ist denn jetzt los? Achso, ja. Oh, Tanke? Ach komm, das schaffen wir. Mit 200 machen wir's, Kilometer. Die Suppe noch packen wir nicht, wir haben noch Sprit dabei. Und zu aller Not können wir noch schieben. Bekommen wir schon alles irgendwie hin. Oh, Strecke haben wir ja schon ausgewählt. Dann heißt also, weiter geht's nach Deutschland. Wupp, rechts rum. Sehr gut. Wo fahren wir jetzt hin? Dobrovnik haben wir ja gehabt. Wo fahren wir jetzt hin? Nach Litenai. Okay, Litenai soll's sein. Oh, warte mal, da ist eine andere Briefmarke drauf, wie ich gerade sehe. Mysteriös, mysteriös. Also können wir im Prinzip auf die Tour die letzten Briefmarken bekommen, so wie ich das verstanden habe. Oh, mir sollte mal Musiker machen. Ich wundere mich gerade ganz, warum es so still ist hier. Dann wird mir ein bisschen Musik gemacht. Oh, Mikrofon mal ein bisschen dichter. Damit der Sound ein bisschen rüberkommt besser. La la la. Litenai, ja. Wir sind auf dem richtigen Weg. Super duper. La 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 la. Müssen bald wieder Regen aussuchen, damit wir ein sauberes Auto wieder haben. Dann will ich mal was gucken. Ob wir da nicht versteckte Kiste haben oder sowas. Das will ich mal kurz checken. Weil beim anderen war es ja... Ha, ich hab's geahnt. Ich kenne das Spiel auch so langsam. Hier haben wir also auch eine Kiste versteckelt gehabt. Ja, 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 liebes Spiel. So langsam kennen wir dich. Ich mache mal wenigstens die schöne Aussicht noch genießen. Können wir hier drauf? Ja, können wir. Aber nicht weiter. Schade. Oh, weiter geht's leider nicht. Genießen wir das mal ein bisschen. Warte mal. Ein Stein oder eine Kiste? Ich glaube, es ist ein Stein. Kommen da eh nicht hin. Von daher. Selbst wenn es eine Kiste wäre, haben wir halt Pech gehabt. Was auch cool wäre, wenn es irgendwie Walkmans noch gäbe, dass wir Musik unterwegs hören könnten. Das wäre auch noch eine lustige Sache. So, lieber Trabi. Sieht aus, bei Öl verloren hätte. Zum Glück nicht. Machen wir mal die Kiste auf. Was haben wir? Oh, netter Wein. Sehr gut. Haben wir unsere Kosten also schon gedeckt. Na. Losfahren. Und da sollten wir auch mal gucken. Hier ist mal nix, wie es aussieht. Also die komische stinke Matratze da. Nö. Gut. Wir können also weiterfahren. Wir sollten mal Scheibenwischer machen, wie ich sehe. Oh Gott. Schmier. Weg damit. Dödödödö.
Uiuiui, beinahe hätte ich mal vergessen, die Umfrage zu starten in der letzten Folge. Muss ich noch machen. Video ist schon hochgeladen. Ich tue jetzt mal ein bisschen Voraufnahmen tätigen. Kann ja nicht schaden. So, gucken wir mal hier. Aber wir können ja hier anhalten direkt. Am Rostplatz, genau. Wir rosten hier dahin. Ich meine, am Rastplatz natürlich. Der Rostplatz. Das ist auch nicht schlecht. Rostplatz. Oh, haben wir hier unten was? Und da ist wieder eine Kiste. Ja. Ich kenne noch meine Pappenheim. Haben wir hier noch was versteckelt? Nope. Okay. Da holen wir die mal mit. Na, ganz schön dreist von denen, dass sie es so verstecken. Ich hätte es nicht gedacht. Wir sind noch gar nicht weit gekommen bisher, ja? Also muss man auch bedenken. Okay, was haben wir da als Feines drin? In der Box. Würstchen. Na, klasse. Na, klasse. Würstchen. Hätte das nicht lieber roter Wein sein können? Wäre viel profitabler gewesen. Ach ja, ich bin zurzeit Blacklisted am Schauen, The Blacklist am Schauen. Super geile Serie, kann ich erstens weiterempfehlen. Solltet ihr euch mal reinziehen. Bei Netflix. Aber wer hat kein Netflix heutzutage, gell? Dafür habe ich aber keinen Fernsehen. Dafür schaue ich Netflix oder schlaf viel mehr Netflix. Ich brauche irgendwie ein bisschen Geräuschkulisse im Hintergrund, wenn ich schlafe. Obwohl es ja eigentlich nicht so gut sein soll, aber ich brauche es irgendwie. Ich kann das irgendwie nicht schlafen ohne Sound im Hintergrund. Das ist irgendwie... Ah, komisches Gefühl. Und es wird Abend. Wir bräuchten langsam Licht. Aber ich habe keine Lust, Licht anzumachen. Vielmehr müssen wir mal die Fenster putzen. So. Ja, da hat sich das richtig gelohnt, Trixie. Und wir können wieder anhalten, wie ich sehe. Was für ein Geräusch. Okay, was haben wir denn hier? Haben wir hier auch eine Kiste? Sieht nicht so aus bisher. Ah, doch, da ist eine. Ein wenig versteckelt. Bitte wieder Wein. Was haben wir drin? Wein, ich wusste es. Ich liebe Wein, besonders diesen. Wenn es der richtige ist. Schwarzes Etikett, rote Flasche. Ich meine, er war komplett rot, der teure. Aber wir können mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall noch 6 Weinflaschen schmuggeln. Waren es 3? Keine Ahnung. Und davon viel. Wir wollen ja alle Wands abklappern. Na komm, machen wir Licht an. Bevor ich irgendwo gegenfahre hier. Muss ja nicht sein. Musik an. In der nächsten Tour werden wir dann auf jeden Fall die Batterie austauschen. Würde ich sagen. Und wir müssen auf jeden Fall tanken. Definitiv. Tanke ist verdammt wichtig. Schön auf der falschen Spur umfahren, Trixie. So gehört sich das. Ich bräuchte mal ein Schild Richtung Heimat. Was ist, wo geht's denn da lang? Ah, Doppelironik. Nee, wollen wir nicht hin. Nur nochmal kontrolliert, ob wir wirklich in die richtige Richtung unterwegs sind. Das wird auch langsam leer, das Wasser. Müssen wir auch auffüllen. Da haben wir den Schlottplatz. Dann halten wir mal hier an. Und checke mal, was wir hier benötigen. Gut, der ist ganz okay. Du hast 100%. Oh, die können wir direkt mal austauschen. Du hast dafür keinen Sprit und kein Öl. Okay. Dann würde ich sagen, mach mal hier Motorhaube auf. Und tausch mir die mal kurz aus. Wir haben eh selbst nicht viel Sprit, aber komm. Zack. Und das wieder raus. Das da wieder rein. Das kommt dann da rein. Dann holen wir die Batterie hier und nehmen die mit.
falls wir in problematischen Situationen geraten sollten. $5, $10, $7. Dann lohnt sich der hier jetzt zu verkaufen. Mal gucken, was wir hier noch vor Ort haben. Feine Sachen, die das Leben feiner machen. Oder schöner machen. Schöner machen, ja. Aber sieht ein wenig ausverkauft aus. Wir sind wohl ein wenig spät gekommen. Die Sonderangebote sind schon alle ausverkauft. Verdammte Hacke. Apropos Sonderangebote. Wenn ihr was kaufen möchtet und es ist ausverkauft im Laden, dann könnt ihr mit minus 12% Reduktion der Motor... Der ist nicht besser. Gucken wir gleich mal nach. Dann könnt ihr nämlich zur Information gehen und euch einen Gutschein besorgen. Diesen könnt ihr immer eintauschen dann, auch wenn das Angebot schon längst abgelaufen ist. Also im Prinzip, wenn es ausverkauft ist, nicht ärgern, einfach den Gutschein besorgen und dann könnt ihr euch das direkt kaufen oder bis es holen. Nächstes Mal, wenn es da ist. So, wir gucken mal. 27 Kilometer, mal gucken, ob das jetzt besser oder schlechter wird. Da wäre das hier. Klar, wollen wir nicht. Wir wollen den hier rein. Ach ne, Quatsch, das ist ja das Teil, was ausgetauscht wurde. Plus 3 für Motorhaltbarkeit. Was bringt das Teil? Auch plus 3. Aber 2 Kilo Gewicht. Und das hat wie viel Kilo? Auch 2 Kilo. Wie viel wert bist du? 2. Was ist, wenn man es repariert? Bist du ja mehr wert? Irgendwie nicht. Interessant. Also für $2 bleibst du da. Da holen wir lieber dich mit. Wo bist du? Dich, genau. Dann wenigstens $10. So. Ja gut, wir hätten operieren können, aber komm. Egal. Wir fahren jetzt direkt los. Wir wollen ja auch irgendwann mal ankommen. Gut. Wir fahren vorbei. Ja, wir fahren dran vorbei. Gut. Das brauchen wir eigentlich nicht. So. Musik, die benötigen wir. Ja, läuft. Sehr gut. Weiter geht's. Es gibt aber Speed hier. Unser Auto. Halleluja. 110 Kilometer. Ja, komm, rum da. Wie viel brauchen wir eigentlich noch? Wir müssen, oh Gott, wenn wir den sprengen wollen, müssen wir mal echt einige Kilometer. Alter Walter. Wie soll er den Tachometer sprengen? Was auch mal das bedeuten hat. Also ich vermute mal, dass wir alles auf 9999 haben, aber kann ich mir vorstellen, brauchen wir ja Ewigkeiten für. Naja, wir werden es noch erleben. Wieso gibt ihr jetzt kein Gas? Aber es berghoch geht. Ja. Irgendwie klar. Immer noch doof, dass der Onkel nicht da ist. Das deprimiert einen voll, wenn man das sieht. Na, wir sind ja bald in Deutschland. Dann werden wir erfahren, ob der Onkel vor Ort ist oder nicht, gell? Wäre schön, auf jeden Fall. Wenn wir ihn wieder mitnehmen könnten. Oh, eine Kiste. Kreim uns. Hoppala. Wollte ich doch gar nicht. Wasser müssen wir auch auffüllen, auf jeden Fall. So, was haben wir hier Feines drin? Na, super. Eine einzige Medizin für so ein riesen Paket. Aber im Prinzip haben wir jetzt alles dabei. Würstchen, gut, Garn haben wir nicht dabei. Würstchen hätten wir, Wein hätten wir. Tabak fehlt noch. Ja, Tabak und Textilien würden fehlen. Da hätten wir alles, was eventuell illegal sein könnte. Was brennt denn hier? Das. Ja, Sprit ist auch bald leer. Das wird ja auch deswegen so langsam. Spar. Modus, der ökologisch gibt es noch nicht. Na gut, ökologisch wäre vielleicht jemand, der super
nach dem Eco-Prinzip das Spiel spielt. Das wäre dann ein Ekologe. Ekologe, auch nicht schlecht. Ah, zum Glück geht's hier bergunter. Und wir sind bald da, wie es aussieht. Und sind 280, dann wären wir nämlich da. Jo, dann ist das hier die Stadt, die vor uns liegt. Schön Berg runter, nice. Gib Gas, Mädchen. Hol das letzte Tröpfchen Benzin aus dem Treibstoffkanister. Oder Treibstofftank, vielmehr. Ich möchte mich gerne noch ankommen, ohne auftanken zu müssen. Das wäre super duper. Wusstet ihr übrigens, dass Drachenfliegen verboten war in der DDR? Also das richtige Drachenfliegen, also nicht hier Drachen am Seil und hast nicht gesehen, sondern Mensch an Drachen und Fliegen. Wurde aber ein halbes Jahr bevor es bevor die DDR sich aufgelöst hatte, wurde es legalisiert. Ein halbes Jahr davor. Ich hoffe, das wird bei den Einrädern jetzt auch bald mal erfolgen. Oh, es war ein illegal. Würstchen. Oh. Hallo? Müssen wir nur ein bisschen dichter fahren. An dich ran. Kann das sein? Ja. Jojo, Herr Officer, hier sind die Papiere. Verzeihung. Bitte nicht checken. Bitte nicht checken. Bitte nicht checken. Yes! Wir haben illegale Fracht dabei. Verbote gibt's für jeden, nur nicht für Trixie. Wir fahren einfach mit illegaler Ware hier durch. Mit verbotenen Würstchen. Da müssten ja richtig viel wert sein, die Würstchen. Bin ich mal gespannt. Ach, hier sind wir ja bei der Sackgasse hier. So hab ich es in Erinnerung. Müsste ja das Motel direkt kommen, oder? Nee, da ist die Tanke. Da ist aber auch das Motel. Sehr gut. Dann mal rein, hier gute Stube. Gut, da sind wir angekommen. Wupp. Gucken wir mal rein. Ob es ein anderer Brief ist. Aber ich glaube, es ist der gleiche von eben. Jupp, ist er. Okay, dann müssen wir also jetzt übernachten, dann wird man einen anderen Brief bekommen. Ja. Zack. Portemonnaie, wie viel haben wir? 257. Okay. $35. Das ist doch schon mal angenehmer. Zack. Hier hast du die Krötenmädchen. 2B. Okay. Weiß ich Bescheid. Danke dir. 222. Schnapszahl. Nix. Nix. Bräuchte noch ein bisschen Kohle. Bitte, bitte, bitte. Eine kleine Spende. Och man, oh. Da wohnen wir ja. Keine Spende. Dann der nächste Tag vielleicht. Okay, Leute. Wenn es euch soweit gefallen hat oder ihr irgendwelche Tipps habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten, wenn es euch soweit gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da oder ein Abo oder ein Like. Ich würde mich super da freuen. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge. Euer Trixie. Ciao, ciao.